ein typisch britischer Morgen hier auf der Kalmsten Farm. Ganz herzlich willkommen zu diesem Map-Rundgang, Map-Review. Und wir schauen uns hier und heute jetzt diese Map im Detail an und gehen natürlich auch auf die Probleme, die die Karte mit sich bringt, ein. Wir schauen uns diese jetzt hier im Detail an. Hier, es ist, glaube ich, circa 6 Uhr in der Früh in England, in Gloucestershire, in Kalmsten hier. Und die Sonne geht langsam auf, ob schon also eine richtig dicke Wolkendecke vorhanden ist. Ja, das Wetter hat mich dazu bewegt, jetzt diesen Rundgang zu machen, weil in diesem Wetter nicht geerntet werden kann. Daher legen wir doch gleich einmal los und tauchen auch gleich mal hier ins Zentrum von Kalmsten ab und schauen uns mal rum. Wenn wir diese Karte laden, ist es hier der normale Startpunkt. Natürlich wahrscheinlich bei besserem Wetter als jetzt hier. Es ist jetzt kurz vor 7 Uhr in der Früh hier. Es regnet noch immer. Wir schauen gleich mal hinter uns. Wir haben hier unser Bauernhaus, also unser Haus, wo wir leben. Ihr seht auch gleich hier schon das erste Collectible verfügbar hier direkt am Haus an. Wir schauen uns mal kurz durch den Garten hier und können natürlich gleich feststellen, dass wir ja schon mal ein Tier haben. Das heißt, ich werde mal zu dem guten Wowie hier den Fressnapf füllen. Es ist früh am Morgen, dann geben wir ihm auch ein bisschen Tätschel-Tätschel, ein paar Streicheleinheiten. Wunderbar. So. Wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen raus, ja? Bido. Ja, bleib du schön hier und bewach schön das Haus, bitte. Okay, hier haben wir, wie zu erwarten, den Schlaftrigger. Also hier können wir einmal schlafen gehen, wenn die Zeit dann soweit ist. Hier unser Garten. Stell mich mal kurz ein bisschen hier runter. Ihr könnt ganz klar erkennen, dass diese Karte hier mit ganz, ganz, ganz viel Liebe aufgebaut worden ist. Also richtig viele Details zu sehen. Hier ein kleines Gartenhaus mit einem kleinen Hausgarten hier. Hier haben wir auch einen kleinen Unterstand. Leider können wir hier nicht rein. Da haben wir die Gartenzwerge, die Pflanzen hier. Ein richtig, richtig schöner Garten hier. Sehr viel Detailarbeit hier geleistet. Von der Gießkanne zum Spaten und den Eimern. Also richtig schön. Ja, der Regen bringt sogar was Schönes mit. Also das ist das erste Mal, dass ich im Farming Simulator 19 und 22 überhaupt einen Regenbogen sehe. Richtig schön, cool gemacht. Freut mich. Was ganz Tolles. Hier würde sich meine Tochter freuen. Na, die liebt Regenbogenfarben. Wunderbar. Cool. Alles klar. So. Wir schauen erstmal ein bisschen auf die Karte, ob schon wir wahrscheinlich mehrmals drauf gucken werden dann. Wir stehen jetzt hier in unserem Vorgarten und das hier ist unsere Farm oder ist unser Haus, wo wir leben, wo wir schlafen und wo wir auch unser zentrales Leben führen. Ich blende mal ein, welche Landparzellen uns gehören und das ist nicht wenig. Also es ist so, dass die Gemeindeflächen direkt an unseren Hof angebunden sind. Also die ganzen Flächen rundherum, die Straßen hier, die Waldstücke hier, diesen ganzen Bereich hier. Im Prinzip so das öffentliche Straßennetz und so weiter ist uns zugeordnet. Wir können diesen nicht verkaufen. Also es gibt hier keine Möglichkeit, diese Flächen zu verkaufen, was auch gleich ein Problem aufzeigt oder aufbringt, was zum Beispiel im Multiplayer dann vielleicht eher problematisch sein könnte. Das heißt natürlich im Multiplayer, dass die erste Farm, die erstellt wird oder die standardmäßig dabei dann ist beim ersten Laden, auch gleich diese Bereiche beinhaltet. Das ist daher vielleicht ein bisschen problematisch, weil
weil die BGA direkt zu diesen Landstücken gehört. Das heißt, die BGA kann also den Besitzer nicht wechseln. Das heißt also, man kann nicht sagen, die erste Farm ist die Agrarfarm, die zweite ist die Tierwirtschaftsfarm und die dritte Farm ist dann die BGA. Das geht dann nicht. Das heißt also, die erste Farm ist dann auch gleich mit der BGA verkoppelt und kann also, wie gesagt, nicht verkauft und nicht geändert werden. Wir schauen mal auf die bebaubaren Felder, die wir besitzen von Staat. Das ist zum einen die Parzelle 2, einer Größe von guten 7,5 Hektaren, Wert 450.000 Euro. Dann haben wir die Parzelle Nummer 3, ein größeres Feld von der Größe von 8,6 Hektaren und Kosten bei 520.000 Euro. Und das Feld Nummer 6, das als drittes Ackerfeld zu uns gehört. Das kommt mit einer Größe von 5,71 Hektaren und kostet 340.000 Euro ungefähr. Des Weiteren haben wir natürlich zu der Farm gehörend noch ein paar weitere Felder. Die schauen wir uns dann gleich im Detail an. Das sind vor allem Felder, wo Tiere drauf gehalten werden. Und natürlich auch ein paar Felder, wo die Graswirtschaft drauf befindet. Wir gehen mal erst zu dem Bereich, wo sich der Ackerbaubereich unserer Farm befindet. Und zwar geht es aus dem Haus, aus dem Garten auf der rechten Seite den Hang hoch und kommen dann zu diesem Bereich hier. Also wir können hier schon sehen, also die Tore öffnen sich hervorragend, ganz schön gemacht. Diese Art von Tor haben wir gesehen im 19er auch schon. Dann haben wir hier erst schon mal unser Flüssigdünger-Silo, das hier zu unserem Parzelle auch gehört. Dann haben wir hier auf diesem Hof, hier auf diesem Teil des Hofes, haben wir sehr viele Elemente rumstehen, die einfach dekorativer Art sind. Wir haben hier ein paar Tanks, die haben keinen weiteren Nutzen für uns, sind rein optischer Natur. Dann haben wir hier einen Teil unseres Starting-Equipments hier stehen. Das ist zum einen mal der Dünger oder Pflanzenschutzmittelspritzer, der Berthut Vantage 4300. Dann haben wir hier einen Fendt 714er Vario, ein Schneidewerk für Getreide, einen 6230R von John Deere. Dann haben wir hier auch eine Dalbo Power Roll 1230 HD, also eine Walze. Gehen wir weiter rum, hier sehen wir wieder ein paar Elemente hier stehen, die definitiv dekorativer Natur sind. Sehr schön detailliert gemacht. Selbst oben auf dem Container gibt es Dekorationsobjekte. Dann kommen wir zum hinteren Bereich dieser Ackerbaufarm hier. Das ist unser Custom Silo. Das ist also ein Silo, das von Hand erstellt worden ist, was nicht Base Game ist natürlich. Dann haben wir hier einen Treibstofftank, der natürlich auch Basecamp sein kann. Dann gehen wir doch mal, versuchen wir mal hier in die Halle reinzukommen. Das ist nicht die Halle, das ist dann der Ausgang von diesem Bereich direkt auf die Straße. Hier noch einmal ganz schön den Regenbogen. Wir schauen mal hier in diese, da ist die Tür, die geht gleich hier auf. Da schauen wir mal hier rein. Ach so, machen wir mal Licht an hier. Hier finden wir also die Füllstelle für unser Silo. Das ist also leer, natürlich klar. Das ist die Füllstelle und hier haben wir die Abtankstelle. Ja, also hier können wir Sachen, die im Silo drin sind, herausholen. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie groß das Silo ist, welche Kapazität das hat. Es ist nicht leicht herauszufinden, da dies nicht als platzierbares Objekt zu sehen ist. Also es ist jetzt hier nicht so, dass wir dieses nachbauen könnten oder hinstellen könnten, sondern das ist fest in der Karte verbaut. Also daher können wir nicht gleich sehen, welche Kapazität dieses Silo hat. Wir gehen mal hier in diesen Bereich der Halle hier rein und machen auch hier natürlich das Licht an. Dann haben wir hier einen weiteren Teil unseres Equipments, was der Kirkling Allrounder Flatline 600 ist. Dann haben wir den Wederstadt Rapid A800S, haben den Kuhn VB3190, haben den Trion 720 hier von Klaas stehen, unser Drescher.
Und natürlich, wie könnte es sein, auch hier wieder sehr schön die dekorativen Objekte hier bis zu einem sogar einem Wasserbrunnen. Machen wir aus umweltschutztechnischen Gründen das Licht aus und gehen mal einfach weiter. Dann schauen wir doch mal in diese Halle rein. Wunderbar, hier haben wir eine Lagerstelle für zum Beispiel Zuckerrüben und oder Kartoffeln. Dann haben wir hier, wie schön zu sehen ist, mal schauen, ob wir hier das Licht auch anmachen können, damit wir etwas mehr sehen können, haben wir hier unsere Werkstatt. Na, also hier ist der Werkstattträger natürlich und hier kann natürlich auch die Gerätschaften von unten betrachtet oder bearbeitet werden. Ein Hebekran ist hier. Sehr viel Detail, sehr viel Liebe. Hier sogar noch ein von Giants gesponserte Kaffeetasse mit sogar noch Kaffee drin. Wieder eine Wasserfontäne hier und natürlich sehr viele dekorative Objekte, die zu diesem Umfeld hier passen. Hier haben wir natürlich noch den Feuerlöscher, der natürlich auch vorhanden sein muss. Richtig schön detailliert, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Es kommt eine richtig, ja, wirklich stimmige Atmosphäre auf, wenn man hier durch diese Karte geht. Wir gehen jetzt mal zu dem zweiten Teil unserer Farm hier runter bei Feld 15. Mal gucken, was hier zu unserer Farm gehört. Hier können wir schon ein paar Trigger sehen. Ich gehe mal hier lang. Okay, das ist also die Straße, von der wir dann mit dem Gefährt hinher fahren können. Dann haben wir hier einen Kuhstall. Das ist natürlich auch ein Custom-Gebäude, also ein selbst erbautes Gebäude. Ein Kuhstall, der 150 Kühe aufnehmen kann. Sehr schön, hier auch wieder ein Treibstofftank. Hier haben wir den Kauftrigger für die Kühe, wenn man die nicht selber herfahren möchte. Dann haben wir hier natürlich die Futterablade, wie auch, ich nehme an, auch die Strohablade, damit ja auch natürlich Mist erzeugt werden kann. Auch hier wieder ein Teil, ähnlich wie in der Werkstatt, ein bisschen was darauf hinweist, dass hier tatsächlich ein Landwirtschaftsbetrieb sich befindet. Dann haben wir hier zwei Silos für die Milchlagerung, wieder ein paar dekorative Objekte. Dann gucken wir doch mal hier, dass wir den Kühen auch etwas Licht geben können. Wunderbar, sieht hervorragend aus, denke ich. Hier gibt es ein kleines weiteres Silo mit der Abladestelle hier und der Beladestelle hier. Ich weiß nicht, ob das ein ganz normales Silo ist, was alle Fruchttypen annimmt, oder ob das vor allem für die Mischration bedacht ist. Das glaube ich nicht. Also ich kann es noch nicht sagen, ich kann es nicht wissen. Ich werde dann natürlich im Anschluss dieses Rundganges hier die Karte zurücksetzen und dann also starten wir auf. Und dann starten wir hier ein Let's Play, und zwar, weil es ja auch von der Zuschauerschaft gewünscht worden ist. Wir werden danach ein bisschen im Detail darauf eingehen, wie und wo wir starten, was unsere Zielsetzungen sind, und hoffen, dass wir dann gemeinsam hier daran richtig viel Spaß haben werden. Das hier scheint ein Wassertank zu sein. Und ich glaube, dies hier ist die Abgabestelle für die Milch. Also hier können wir die Milch abzapfen und dann zum Händler fahren. Wir schauen mal über die Straße rüber, haben hier eine weitere Halle. Diese Halle hat keine Lichtgebung hier. Hier können wir sehen einen Ballenspieß, eine Ballengabel und natürlich eine Universalschaufel. Schauen wir mal hier rein. Hier ist noch mehr Lagerplatz da. Hier steht kein Werkzeug oder sowas drin. Dann haben wir hier eine weitere Abstellkammer, wo Sachen gelagert werden können. Auch hier wieder sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Also es sieht aus, als wäre hier eine weitere kleine Werkstatt geplant. Sehr, sehr viel Liebe zu jedem kleinsten Detail. Hier der Besen, der rumsteht. Ein bisschen Ordnung müsste man eventuell hier dann machen. Wir haben hier natürlich noch weiteres Equipment stehen. Hier den JCB Agri Pro. Hier mit einer Palettengabel. Dann haben wir hier neben dabei den
Ich glaube, den Krampe Halfpipe Kipper. Wir haben einen weiteren 6230R hier stehen. Hier mal ein Wohnwagen, der irgendwann mal genutzt worden ist. Also ihr könnt selbst an diesen kleinen Details hier sehen, dass hier richtig schöne Texturen angewendet worden sind. Es ist nicht nur einfach flach, es scheint tatsächlich hier eine 3D-Struktur zu sein. Hat natürlich irgendwie mit der Parallax Occlusion Technology zu tun. Die Morgenstimmung ist richtig schön, obschon es immer noch regnet. Also es ist ein sehr schöner Morgen hier, außer dem Regen natürlich. Hier haben wir eines unserer Felder. Da werden wir natürlich dann beim Let's Play mehr Sorge zu unserer Frucht hier tragen. Dann lass mal uns über das Feld hier sprinten. Also hier scheint es, als gäbe hier einen Wasserdruck. Ach, so wie ich das jetzt hier verstehe, ist das ganze Feld hier ist der Auslauf für die 150 Kühe. Da muss man sich überlegen, ob man das dann abmähen muss, zu Heu verarbeiten muss und dann die Tiermischration zu erstellen oder erstellen zu können, um danach hier den Kühen zu füttern, oder ob die sich selbst von hiervon ernähren. Aber auf jeden Fall hier direkt angeschlossen, hier haben wir die Gülle. Ja, hier wird dann die Gülle gelagert. Hier haben wir wieder natürlich das sich öffnende Tor. Und dann haben wir hier den Silagebunker, wo wir die Silage herstellen können, um natürlich die entsprechende Mischration zu erstellen oder herstellen zu können. Daher hier kann sicher dann auch dieses Gras hier gemäht werden, um eben Silagen herstellen zu können. Jetzt fehlt noch ein dritter Bereich, zu dem wir auch gleich hingehen werden. Das ist alles um das Feld 4, 35, 31, all diesen Bereich hier drüben. Da gehen wir jetzt auch gleich hin. Hier hätten wir auch wieder ein Collectibles, die sind also überall verstreut. Wir starten natürlich gleich mal hier, machen mal das Tor auf, bitte auf den Sound hören. Klingt echt cool. Alles custom. Sehr, sehr schön gemacht, mit sehr, sehr viel Liebe zu jedem kleinsten Detail hier. Richtig schön. Also, hier haben wir den Kauftrigger für die Schafwiese. Bis zu 200 Schafe passen auf diese Wiese. Hier haben wir dann die Futterstelle wie auch die Wasserstelle. Also hier muss das Wasser hergefahren werden. Dann haben wir hier oben das Feld 4. Das ist eine Wiesenfläche, die definitiv dazu dient, das Futter zum Beispiel für die Schafe zu erstellen. Dann haben wir das Feld 35, das auch wieder ein Tiergehege zu sein scheint. Genau, hier haben wir die Wiese für die Schweine, und zwar 400 Stück passen da rein. Auch hier muss das Wasser hinzugefahren werden, und haben wir hier natürlich auch wieder die Futterstelle. Hier haben wir die kleinen Hütten für den Unterstand der Schweine. Richtig schön gemacht, echt mit sehr, sehr viel Liebe zu jedem kleinsten Detail hier. Hier haben wir einen etwas anderen Unterstand. Dann gehen wir mal hier rüber auf die Wiese ohne Nummer. Ich denke mal, das gehört gemeinsam zu Wiese 31 hier drüben, wo wir, wie gesagt, die Schafe halten können. Dies hier scheint das eines der ganz wenigen Standard-In-Game vorhandenen Gebäude zu sein. Und zwar ist dies der Pferdestall, das Pferdegehege. Haben natürlich wie gewohnt hier die Futterabladestelle. Und hier natürlich dann auch der Bereich, wo die Pferde ausgeritten werden können. Des Weiteren haben wir hier ein weiteres Tiergehege, und zwar scheint es hier das Hühnergehege zu sein. Schön, echt schön zu sehen. Hier ist es ein bisschen tricky, hier den Kaufpunkt für die Hühner zu finden, denn der Trigger für das Tor ist sehr nahe dran. Also ich habe es hier geschafft, den Tiertrigger zu öffnen, wenn ich seitlich rangehe. Also hier kann ich dann, wenn ich in dieser Distanz bin, kann ich das Tiermenü öffnen und kann auch feststellen, dass hier bis zu 100 Hühner reinpassen.
Das hier ist auf jeden Fall dann sicher die den Trigger für die Eier. Den Trigger für die Wolle habe ich noch nicht gefunden hier im Schafstall oder im Schafgehege. Mal gucken, ob ich den gleich so finde. Also hier scheint er nicht zu sein. Das heißt, wir müssen dann wahrscheinlich durch das Let's Play feststellen, wo dann die Wolle hier gespawnt wird. Hier haben wir, guten Tag, Mister. Auch ganz klar zu sehen, dass es hier Fußgänger gibt. Ich möchte noch mal kurz zu diesem Bereich hier runtergehen. Also hier ähnlich wieder, es scheint wieder ähnlich zu sein wie bei den anderen Stellen auch hier. Tatsächlich den Eindruck, dass hier ein landwirtschaftliches Gebäude oder ein Betrieb hier vorherrscht. Wir haben hier sogar einen Schrottplatz oder sagen wir mal für die ausgemusterten Maschinen und Materialien. Auch hier eine schöne Textur, die verwendet worden ist, die einfach ganz klar zeigt, wie matschig hier der Boden ist. Hier haben wir einen ausgemusterten Wohnwagen hier stehen. Genau, also wir können hier sehen, dass es ausgemusterte Materialien sind. Sehr schön, sehr stimmig, die Atmosphäre, die stimmt definitiv. Dann kommen wir ganz kurz hier rum und finden dann diesen schönen Teich, Pool, Querstrich, weiß nicht, in diesem Bereich hier. Auch hier wieder sehr, sehr viel Liebe zu jedem Detail, also wirklich sehr detailliert gemacht. Also es stimmt, man hat wirklich das Gefühl, da zu sein. Hier haben wir sogar noch ein Collectible dastehen. Es handelt sich tatsächlich um die Collectible-Serie, die auf der Elmkrieg zu finden sind. Das heißt also, es gibt jede Menge, die man einsammeln muss, um die Kollektion komplett zu haben, um den schönen Bonus zu bekommen. Wir gehen noch mal auf die Karte und springen direkt mal in eines der Gefährte ein und fahren einmal rund um die Karte. Wir nehmen dazu den Fendt 714er, der zu unserem Equipment gehört, und fahren gleich mal Richtung Norden. Also, ich möchte noch mal hier kurz aussteigen und einfach zeigen, wie detailliert die Mauer gemacht worden ist. Also es ist definitiv in eine sogenannte Fake 3D Optik. Also es ist nicht einfach ein plattes Foto, sondern es ist definitiv sehr schön herausgearbeitet worden. Selbst auch hier kann man sehr schön die Textur des Rohbetons sehen. Wenn man mal ein bisschen hoch gehen hier, auch hier gibt es diese Texturentiefe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eine super schöne Map. Da ist viel mehr Arbeit reingegangen als auf anderen bisher erschienenen Maps. Also ganz toll. Es scheint tatsächlich zu sein, dass Oxygen David tatsächlich den Ruf der Legende des Kartenbaus definitiv verdient. Auch hier wieder ein Detail, ein sehr schönes Detail hier. Es handelt sich hier natürlich auch den Hinweis, dass das hier ein privates Grundstück ist und dass man dies nicht betreten soll. Ich mache es trotzdem und ich stelle gleich auch fest, dass hier auch gleich ein Teil der Kartengrenze erreicht worden ist. Also ich kann hier nicht weitergehen, ich kann hier lang kommen. Ich kann natürlich dieses Feld, aber ich komme hier dann nicht immer wieder an die Grenze der Karte hin. Ich zeige das mal hier, wir sind hier oben, also hier definitiv klar zu sehen, die Kartengrenze ist hier. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass es einfach so abrupt aufhört, sondern es ist richtig schön ausgearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin begeistert, wie detailliert und wie ausgearbeitet diese Karte jetzt schon ist. Es ist in der ersten Version.
Ich weiß nicht, ob man optisch sogar noch was nachbessern muss. Also ich finde die Karte richtig gefällig gemacht. Also es ist sehr natürlich hier eingebaut. Auch die ganzen Büsche an den Seiten und so weiter. Wirklich, es stimmt alles. Ich glaube, da ist jeder Quadratmeter ist hier im Detail bearbeitet worden. Hier sind wir am Central Store. Der hat nur zu Zeiten mit Tageslicht geöffnet. Wir daher, Tageslicht ist da, öffnen wir das Tor und fahren mal rein. Machen natürlich das Tor freundlicherweise auch wieder zu. Fahren hier einmal links vorbei und können hier einen Verkaufspunkt finden, und zwar scheint es hier ein Ballenverkaufspunkt zu sein. Gemischt Waren Ballenverkaufsstelle. Meine Annahme ist hier korrekt. Hier drüben haben wir auch schon wieder ein Collectible stehen. Dann fahren wir mal hier rüber. Das hier ist der gemischt Warenladen Schacht 1. Dann gibt es den Kramladen noch, der nimmt auch verschiedene andere Sachen an. Ich will mal hier vorne kurz hier lang gehen. Genau, hier, das ist der Kramladen hier. Auch hier wieder sehr schön gemacht, sehr stimmig mit den Details hier. Und es ist natürlich nicht zu vergessen, wir sind im Jahr 22 angekommen und daher dürfte natürlich dieser Hinweis bezüglich der Masken nicht fehlen. Ja, also wir sind hier definitiv im 22 angekommen. Wir fahren mal ein Stückchen weiter und gehen gleich mal halten beim nächsten Tor wieder an. Also auch hier wieder ein Collectible. Dann machen wir hier das Tor an, auf, und wir sehen hier, dass wir bei der großen Sägewerk hier sind. Hier der Verkaufspunkt für Baumstämme. Hier das Produktionsmenü. Auch hier wieder ein Collectible. Wenn ich jetzt nicht gerade geirrt habe, ist sogar auf diesem dekorativen LKW ein Collectible drauf. Auch hier alles sehr schön stimmig gemacht, also ich bin begeistert. So, fahren wir mal zu dem Ort, wo wir gestern die Mod-Vorstellung gesehen haben. Und das bringt mich gleich mal kurz zum nächsten Punkt. Also hier können wir ganz klar sehen, dieses Land ist zum Verkauf angeboten. Es ist nicht gedacht für Ackerbau, daher Development Land. Ich gehe mal davon aus, in der Mod-Beschreibung wird auf zwei große Feldflächen hingewiesen, welche benutzt werden können, um Produktionsstätten aufzubauen, Höfe hinzubauen, wo eigentlich so gedacht ist, dass man diese Flächen nutzt, um Produktionen zu erstellen oder einen weiteren Hof zu erbauen, die nicht als, damit man nicht Ackerbauflächen opfern muss. Und da kommen wir gleich zu einem der Punkte. Auf der Karte sind keine Produktionsgebäude installiert oder aufgebaut worden, außer das Sägewerk oder auch natürlich die BGA. Die besuchen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Daher also hier eine dieser Flächen, bebaubaren Flächen zur Produktion, und hier eine zweite Fläche, die genauso groß, wenn nicht sogar größer ist. Also Platz ist da, um Produktionen zu erstellen. So, wir gehen mal hier links rum. Vorsicht, Wildwechsel.
und kommen zu diesem Bereich hier. Ich steige mal hier aus. Auch hier wird darauf hingewiesen, die Masken zu verwenden, wobei hier das wahrscheinlich einen anderen Grund hat. Hier sind wir im offenen Land und haben hier auch wieder Collectibles, hier wieder sehr viele Details hier, und wir sind hier wahrscheinlich in der sogenannten Rezyklations- oder Recyclinganlage. Wir befinden uns hier in der Recyclinganlage mit dem Hinweis, dass hier Metall abgeladen werden kann. Hier ist der Restmüll, weil er nicht rezyklierbar ist. Dann haben wir hier den Grünmüll und hier haben wir Holz. Und hier ist Karton und Papier. Schön zu sehen. Dann haben wir hier natürlich ganz klar schön zu sehen, hier auch die Container stehen, wo manuell Sachen eingeladen werden können. Wie zum Beispiel Dosenschrott hier, das ist alles für Dosenschrott. Das ist ein anderer Container hier, dann haben wir hier einen grünen für die grünen Sachen. Also sehr, sehr, sehr viele Details hier. Hier die Elektrizität, hier hat man eben diese Container stehen. In der Mülltrennungsanlage hier, wir haben wieder ein Collectible hier. Wir gehen ein bisschen weiter und kommen dann zu diesem Bereich hier, da steht Kuhn, da steht auch Case IH, was mich natürlich darauf hinzuführt, zu glauben, dass das hier der Shop oder der Händler ist, und das ist korrekt so, das ist der Fahrzeughändler. Dann haben wir noch einen Verkauf von Stationsfahrzeugen, wie das auch gemeint ist. Also hier haben wir definitiv hier den Händler, Case IH, Farm Machinery, JCB nochmal. Auch hier wieder sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Überall sind diese stimmigen Objekte platziert. Die Dekoration ist grandios auf dieser Karte. Grandios. Mal schauen, ob wir gleich da rumkommen. Klappt gerade so. Hier geht es angeblich zum Farm Store, während wir hier links die Container sehen für die Mülltrennungsanlage hier. Also wir sind hier an der Verkaufsstelle für Hofladenballen, also nochmal ein Verkaufspunkt für Ballen. Dann haben wir hier Hofladebucht, nochmal Hofladenbucht. Diesen Industriebereich hier. Auch hier wieder Fußgänger, die durchkommen hier. Das ist die zweite Hofladenbucht. Auch hier wieder richtig schön alle Details, die hier verbaut sind. Ich weiß, ich wiederhole mich bezüglich der Dekoration, aber es ist einfach schön, hier das Gefühl der Karte richtig zu erhalten. Gut, es gibt natürlich einige Karten, die nicht auf dem Giants Mod Hub herausgekommen sind, die aber natürlich noch weit entfernt sind von der Qualität hier. Also ich bin begeistert. Ich freue mich, hier ein Let's Play zu starten. Ich würde das Let's Play dann wahrscheinlich auch ausweiten zu einem Multiplayer, aber die Problematik hier für das Multiplayer ist definitiv die, dass wir hier wahrscheinlich nicht mit zwei Höfen arbeiten können, sondern hier dann es eher darauf hinzuführt, dass man hier gemeinsam auf einer Farm arbeitet, aber einen spezifischen Aspekt der Landwirtschaft dann einfach zu bearbeiten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Ast der Landwirtschaft dieses Betriebes dann sich lediglich auf die BGA konzentriert. Ein anderer Teil könnte sich dann lediglich auf die Tierhaltung konzentrieren. Und der dritte Teil ist halt der Ackerbau, ne? Oder? Also hier kommen wir wieder an dem Kuhstall vorbei, den wir vorhin schon betrachtet hatten. Da geht es durchs Dorf
Innere. Gehen wir jetzt hier auf die rechte Seite. Also ihr könnt sehen, also die Straßen hier sind ziemlich eng. Also noch habe ich keinen Gegenverkehr gesehen. Ach schön. Lass mich mal kurz gucken hier. Hier der Hinweis auf einen gefluteten Bereich. Also hier ein Flutbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran gebunden ist, dass wir jetzt gerade im Regen sind. Schönes Detail. Das ist auch cool. Hier scheint jemand. Auf eine Orgel zu spielen. Das klingt für mich nach einer Orgel. Toll, also hier. Es scheint hier sowas ähnliches wie ein Kloster zu sein, wo also eine Messe gehalten wird oder jemand einen Teil eines Orgelkonzertes-Stückes übt. Richtig schön, richtig schön. Schönes Detail auch hier. Ach, und schaut euch hier diese Allee an. Also ich freue mich tatsächlich wirklich riesig darauf, hier diese Karte im Detail erkunden zu können, indem wir hier dann ein Let's Play starten. Ich kann jetzt hier noch nicht mal wenden, ich wollte eigentlich andersrum fahren. Ich werde mal gucken, ob ich hier vorne wenden kann. Also hier sollte es möglich sein, ja. Mal ein bisschen runterbremsen wegen Aquaplaning. So, und dann gehen wir hier mal rechts hoch. Auch hier wieder schön gemacht. Also es ist wirklich so, als man sich direkt hier in der Landschaft sich eingebunden fühlt. Auch hier wieder dieser Tunnel gemacht aus Bäumen in dieser Allee hier. Also was ich vorhin sagen wollte, ist hier, dass die Straßen ziemlich eng sind. Also hier mit richtig großen Maschinen durchzubrettern, könnte seine Problematik bieten. Ich habe noch keinen Traffic gesehen, also noch keinen Verkehr, Gegenverkehr gefunden. Daher weiß ich nicht, ob es tatsächlich schon auf einer Straße hier den Verkehr gibt. So, wir kommen hier zum Farmers Market. Auch hier haben wir wieder eine Verkaufsstelle. Der Bauernmarkt. Ausfallspeicher und wieder eine Ballenverkaufsstelle. Also es gibt tatsächlich drei Stellen, wo man Ballen verkaufen kann. Hier haben wir den Viehhändler. Und das ist dieser Ausfallspark Store. Schön diese Atmosphäre hier der Industriezone. Schön gemacht, stimmig. Man glaubt es. So, dann lass uns mal wenden hier. Gehen jetzt hier mal rechts ab auf den Landweg. Fahren mal der Sonne entgegen. Okay, da haben wir auch gerade gesehen, dass hier wieder so ein Schild steht zum Verkauf von Development Land. Und das ist der, also der zweite Bereich, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, der benutzt werden kann, um Produktionsstätten hinzubauen.
Es ist nicht gedacht, dass hier Landwirtschaft betrieben wird. Also tatsächlich einfach einen bebaubaren Bereich. Wir gehen weiter. Wir können auf der linken Seite, konnten wir kurz erkennen, dass es hier Richtung BGA geht. Okay, dann sind wir jetzt also auch hier bei der BGA angekommen. Wieder ein schönes Industriegebiet hier. Sehr schön und sehr stimmig gemacht. Wir haben da Cots World Stores und wieder eine Ballenverkaufsstelle. Also wir haben schon vier jetzt gesehen. Dann haben wir den Gesteinsbrecher und weitere Verkaufsstellen. Also hier haben wir den Steinbrecher, auch hier wieder sehr schön, sehr bestimmig eingebaut. Das Standard-Produktionsgebäude oder die Produktionsstätte sehr schön eingebaut, auch mit dem Hinweis, dass es gefährlich sein könnte. So, und dann kommen wir dann tatsächlich auch endlich bei der BGR an. Wie bereits eingangs des Videos gesagt, die BGR gehört zu dem Gemeindeland, das auch schon zu uns gehört. Das heißt, wir müssen die nicht weiter kaufen hier. Die ist also schon dabei. Das ist die 250 Kilowatt Biogasanlage. Und wenn wir hier zum Schlüssel hingehen, können wir die Produktionszyklen sehen. Das heißt einmal, es ist halt eine ganz standardmäßige benutzte oder genutzte Biogasanlage, die Silagegülle, Mist und Zuckerrübenschnitzel annehmen kann und entsprechend dann auch die entsprechenden Nebenprodukte dann herausgibt. Auch hier ganz klar wieder sehr stimmig gemacht, wie das verbaut worden ist, also auch mit den benachbarten Gebäuden. Also man glaubt es einfach. Es ist stimmig gemacht, es ist alles, ja, toll, ganz schön. Um das Ganze nicht unnötig zu verlängern, fliegen wir direkt mal zu dem letzten Bereich hin. Das ist das Garden Center. Das ist dieser Bereich hier. Wir haben den Traktor stehen gelassen, haben mal den Besen genommen, also das fliegbare Objekt. Auch hier wieder der Hinweis zum Schutz der Umwelt und sich selbst. Dann haben wir hier also das Gartenzentrum, wo Treibhäuser zu finden sind. Die produzieren alles Tomaten, haben auch hier ein bisschen humane Bewegung hier. Auch hier wieder sehr, sehr viel Liebe zu dem kleinsten Detail. Sehr, sehr stimmend und passend gemacht. Wieder Collectibles, die überall rum sind. Und hier haben wir eine Kalkstelle. Das heißt, hier kann Kalk gekauft werden. Meines Erachtens ist dies die einzige Kaufstelle für Kalk. Was auch so ist. Wir gehen mal kurz in den Flugmodus. Und machen einen kleinen Flyover. Also hier unten nochmal unseren Hofbereich. Hier unten unser Haus. Der Kuhstall hier, die ganze Behausung und das ganze Equipment um die Kuhwiese herum. Hier, diese Wiese hier. Dann haben wir hier drüben unseren Ackerbau
Bereich hier, also diese drei Felder, die sind standardmäßig zu unserem Hof zugewiesen. Dann haben wir hier eine Grünfläche, hier haben wir die Schafwiese, hier haben wir die Schweine, das Schweinegehege, hier haben wir die Pferde mit dem Parkour hier und hier haben wir die Hühner. Ich finde die Optik sehr, sehr schön, dass selbst wo die Kartengrenze erreicht ist, nicht einfach ein Schnitt ist, sondern dass es auch hier noch mit landschaftlich angepassten Feldern weitergeht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht, die ganze weitere Umgebung auch. Also wenn ich jetzt hier mal zum Kartenrand komme, ist es nicht einfach dann wie ein abgeschnittenes Ding, sondern es ist tatsächlich auch hier noch sind Texturen erkennbar und es geht dann hier auch definitiv im Stile der Landwirtschaft hier weiter. Richtig, richtig schön, sehr stimmig gemacht, super schön. Was sind die Problematiken der Karte? Also was ich herausgefunden habe, ist, dass es nicht für alle Fruchtarten Verkaufsstellen gibt. Zum Beispiel Weizen, dann bei Weizen haben wir 5 verschiedene Verkaufsstellen. Dann haben wir bei Gerste dasselbe Anzahl und dann kommt ein Problempunkt und zwar ist das der Hafer. Der Hafer hat keine Verkaufsstelle, der kann nicht verkauft werden. Dann Raps hat wieder die 5 und dann Hirse hat wiederum keine Verkaufsstellen. Ja? Trauben und Oliven haben keine Verkaufsstellen, weil ich davon ausgehe, dass diese Karte nicht in einer Region spielt, wo diese beiden Fruchtarten wachsen. Also Trauben und Oliven sind eher für die südlichen Gefilde. Also hier, wo ich bin, hier in Spanien, sind Trauben und Oliven natürlich ein großer Faktor der Landwirtschaft. In England gehe ich nicht davon aus, dass Oliven der große Verkaufsschlager, also Produktionsschlager sind, so wenig wie Trauben. Ja. Dann Sonnenblumen haben wieder 5 Verkaufsstellen und Kartoffeln haben, glaube ich, 9 Verkaufsstellen. Zuckerrüben 5 und so weiter geht's hier. Baumwolle, es gibt eine Verkaufsstelle für Baumwolle. Wobei ich da wirklich auch daran zweifle, dass Baumwolle für den britischen Markt oder auf dem britischen Klima ausgerichtet ist. Zuckerrohr hat auch Verkaufsstellen, Saatgut natürlich nicht. Eier hat 4, Wolle hat 4 Verkaufsstellen. Milch ist mit 4 Stück, 5 Stück für Silage, 4 Gras und so weiter. Dann klar, Diesel und Streusalz gibt es nicht. Nur jetzt auch hier, Mehl hat keine Verkaufsstelle. Also wenn ich die Produktion, die Mühle hinbaue, kann ich das Mehl nicht verkaufen. Ich muss es weiterverarbeiten in Brot, damit ich es verkaufen kann. Kuchen kann ich zwar produzieren, aber verkaufen kann ich es nicht. Dasselbe, ich kann zwar Wolle, aus Wollen kann ich zwar die Wolle kann ich verkaufen, wenn ich aber dann die Schneiderei aufstelle, dann kann ich zwar den Stoff erstellen, aber ich kann ihn nicht verkaufen. Dasselbe mit Kleidung. Zucker kann ich nicht verkaufen, obschon das Zuckerrohr verfügbar ist. Das Müsli kann nicht verkauft werden, die Schokolade auch nicht. Also ich weiß, Bretter können, es gibt eine Schreinerei, aber ich kann deren Produktion nicht verkaufen. Also ich habe keine Möglichkeit, die Bretter zu verkaufen. Nicht auch die Möbel nicht, selbst wenn ich dann die Möbelfabrikation hinstelle. Ich kann die Möbel nicht verkaufen. Die Biogasanlage nimmt an Mist, Gülle und so weiter. Nur die gehört ja jetzt zu uns. Ne? Ob die dann benutzt werden kann von einem anderen Hof, das sei dahingestellt. Das müsste man dann testen. Ja. So, das ist auf jeden Fall eine Problematik, dass hier gewisse Produktionen oder Produkte, die aus den Produktionen erstellt werden, nicht verkauft werden können. Neben dem auch 2 Standardfrüchte, die klar mit zum Spiel gehören, wie die Hirse, wie auch der Hafer, können nicht verkauft werden.
Also ich denke, dass hier definitiv noch ein Update kommen muss, weil es tatsächlich ein bisschen komisch ist, dass Hafer nicht verkauft werden kann. Obschon es eine Standardfrucht ist, sind hier alle Standardfrüchte vorhanden oder verfügbar. Wir schauen uns mal den Aussaatkalender an. Selbst Trauben und Oliven sind nicht angeboten als Verkaufsstellen. Aber die Produktion ist tatsächlich möglich laut dem Kalender. Ja, das war mein Rundgang über diese wunderschöne Map mit sehr viel Liebe zum Detail. Ich genieße es, eine so schöne Map zu sehen, die landschaftlich so stimmig ist, wo man wirklich sich da zu Hause fühlt, wo man das glaubt, was hier gezeigt wird. Die Problematiken habe ich soeben angesprochen, dass gewisse Fruchttypen, die standardmäßig dabei sind, nicht verkauft werden können. Hätte wahrscheinlich auch Giants auffallen müssen beim Testen und so weiter. Nichtsdestotrotz möchte ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, euch hat der Rundgang hier gefallen. Ihr habt Aspekte der Karte gesehen, die vielleicht nicht sehr schnell offensichtlich sind. Wenn euch dieser Rundgang gefallen hat, dann lasst mir doch bitte euren Daumen da. Auch über das Abo würde ich mich riesig freuen. Wir sind ganz kurz vor der Schallgrenze von 100 Abonnenten. Würde mich sehr freuen, wenn wir das dieses Wochenende überschreiten könnten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich fürs Dabeisein. Bitte verpasst nicht das Let's Play, das ich jetzt dann starten werde hier auf der Karte. In dem Sinne bedanke ich mich. Tschüss, danke und hasta luego.